Schönen Morgen, hallo. Mein Name ist Arne Litz, ich bin Europaabgeordneter aus Sachsen-Anhalt für die SPD und komme selber aus Wittenberg und grüße nun zurück in die Stadt an der Elbe und erkläre einige Dinge, die ich zum Thema Nachhaltigkeit hier im Europaparlament bearbeite. Es gibt 17 Ziele der Vereinten Nationen, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Dazu schicke ich noch einen extra Film mit, die erkläre ich euch nicht. Der Film macht das sehr, sehr gut. Da geht es letztendlich darum, wie wir alle Themenfelder unseres Lebens neu bedenken und sie nachhaltig miteinander übereinbringen. Das heißt ganz praktisch aktuell, wir haben eine Diskussion zum Thema Umweltschutz und Industrie im Bereich der Autos. Ihr habt alle mitbekommen, dass wir diskutieren über den Diesel. Wie sauber sind die Autos und wie nachhaltig kann man Transport gestalten? Wir haben Elektromobilität, da stellt sich die Frage, ist es nachhaltig, batterienbetriebene Autos zu haben, weil bis wir das Silizium entwickeln und die Rohstoffe, die die Batterien brauchen, ist es ein langer Weg und dafür wird viel Wasser gebraucht, aber auch viel Energie verwandt. Nachhaltigkeit ist nicht nur eine ökologische Nachhaltigkeit, also die Frage der Umwelt, wie viele Ressourcen werden verbraucht für Dinge, die wir produzieren, auch für Dinge, die wir aktuell nutzen, die wir sonst nie so genutzt haben, nämlich Plastik. Wir haben eine Verordnung gemacht im Europaparlament zum Thema Kleinstplastikteile. Das sind nicht nur die Ohrenstäbchen, sondern das sind Strohhalme, das sind Plastiktüten. Die generelle Frage, wie wir Recycling angehen, dass die Rohstoffe nicht weggehen, beziehungsweise dass sie unsere Flüsse und Meere nicht verschmutzen. Wir haben unglaublich viel Verschmutzung in den Weltmeeren. Das sind einige Themen, zu denen wir hier arbeiten. Und diese Nachhaltigkeitsziele, die bringen eben genau diese Fragen zusammen. Und neben der Umweltsäule gibt es eine soziale Säule, das heißt, wie viel verdienen die Menschen? Gibt es Kinderarbeit dabei? Gehen die Kinder zur Schule und arbeiten sie nicht an unseren Jeans oder T-Shirts, die wir bei Kick, Primark oder bei C&A kaufen? Das sind Themen, die soziale Nachhaltigkeitsfragen sind. Auch verdienen Männer und Frauen gleich viel. Etwas, was wir noch nicht mal in Europa geschafft haben und weltweit schon gar nicht. Auch das ist soziale Nachhaltigkeit, das ist auch Gerechtigkeit. Und dann gibt es eine weitere Säule, das ist die Frage, wie sich die Industrie darauf einstellt. Wir haben hier Partnerschaften zwischen Gewerkschaften und der Industrie. Gerade im Chemiebereich gibt es einen Bereich, der heißt Chemie hoch 3. Dort treffen sich beide Seiten und überlegen, wie sie Menschenrechte weltweit achten, wenn sie Rohstoffe kaufen, wenn sie Produkte entwickeln, wenn sie irgendwo Fabriken bauen. Und diese Initiative heißt Chemie hoch 3 und ich habe diese Initiative hier zweimal im Europaparlament gehabt und mit ihnen gesprochen, wie wir nachhaltige Lieferketten machen. Das heißt, die Menschen, die daran arbeiten, dass sie ordentlich verdienen, beziehungsweise die Chemikalien, die produziert werden, nicht die Umwelt gefährden oder aber weniger gefährden und recycelt oder wieder aufbereitet werden. Das sind Themenbereiche, die mich hier im Europaparlament betreffen. Ich selber arbeite noch sehr viel zum Thema Klimaschutz, wie wir die Pariser Klimaziele erfüllen, dass die Erderwärmung nicht stärker als 2 Grad jetzt in den nächsten Jahrhundert hochgeht. Und dementsprechend heißt es für uns, wie kriegen wir Umwelteinsparungen, wie kriegen wir CO2-Einsparungen dafür, dass wir beispielsweise die Autos, die großen Transporter zurück auf die Schiene bringen, beziehungsweise dass wir andere Mobilitätskonzepte haben. Das heißt bei uns auch nachhaltig einkaufen. Wie viele T-Shirts verbraucht ihr? Wie kauft ihr ein? Kauft ihr Fairtrade-Schokolade ein? Nämlich, dass die Leute ordentlich Geld verdienen und gleichzeitig die Natur schon behandelt wurde. All diese Sachen gibt es bei uns in der Innenstadt. Wir haben in der letzten Woche im Stadtrat in Wittenberg eine Initiative von der SPD gehabt, dass wir Fairtrade-Stadt werden. Das heißt, dass die ganze Stadt darauf achtet, es beginnt beim Stadtrat, fairen Kaffee zu trinken, Fairtrade-Kaffee, und geht darum, dass wir auch Läden haben. Und bei uns ist es in der Innenstadt beim Holzmarkt, dass man dort T-Shirts kaufen kann von Green Bomb, einem Unternehmen aus Halle beispielsweise, bei der Blume 2000 Fairtrade-Rosen einkaufen beim Valentinstag. Und gleichzeitig gibt es die Möglichkeit, auch Tee und Kaffee im Eine-Welt-Laden oder in der Mittelstraße in einem Laden zu kaufen. Das sind ganz praktische Geschichten der Nachhaltigkeit von eurem Verbrauch. Ihr kriegt die Sachen auch teilweise im Supermarkt schon gekauft. Achtet mal drauf. Das heißt, ihr könnt selber etwas für Nachhaltigkeit tun. Der ganze Themenkomplex, wie ihr seht, betrifft alle Lebensbereiche. In der Ausbildung ist es das zentrale neue Thema, weil wir mit den Ressourcen schon umgehen müssen. Das heißt Effizienz und Kostenersparnis, heißt aber auch Ressourcenschonung. Dort gibt es
viele neue Studiengänge, nicht nur in der Ausbildung. Bei euch ist es das eine Programm, was ihr jetzt angeht, sondern es gibt Studiengänge, wie beispielsweise eine Universität in Lüneburg, Leuphana heißt die, die bereitet alle Themenkomplexe von der Wirtschaftspolitik über sozusagen Umweltfragen bis hin zur Transportpolitik, aber auch Transportwesen. Alle diese Themen werden nachhaltigkeitsmäßig geprüft und aufgesetzt. Diese Universität Leuphana ist vielleicht interessant für die einen oder anderen, die in dem Themenbereich weiter arbeiten. Und von daher gibt es ganz, ganz viele neue Bereiche. Was spannend ist, Nachhaltigkeit kann auch eng mit Digitalen verbunden werden. Über Apps kann man viele Sachen neu steuern und organisieren, wie Menschen beispielsweise zusammen Auto fahren. All das sind ganz spannende auch Betriebsbereiche und Arbeitsfelder, in denen ihr vielleicht stärker einsteigen werdet. Ich wünsche euch erstmal heute eine gute Konferenz und auch viel Freude und Spaß an den Filmen, die ich zu den entwicklungspolitischen Zielen 2017 euch nochmal zugeschickt habe. Alles Gute hier aus Brüssel, aus dem Europaparlament. Tschüss!